Heutige Vorlesung ist vielleicht die direkteste Brücke zur Informatik 1 und 2, die wir in dieser Veranstaltung haben. Die ganze Veranstaltung, den ganzen Kurs über, seit der ersten Vorlesung, haben wir über sehr formale Konzepte gesprochen. Wir haben über endliche Automaten gesprochen, über solche Ideen von kleinen Kisten, die irgendwelche Bänder haben, auf die geschrieben wird, oder Rädchen, die hin und her fahren zwischen Zuständen. Und die ganze Zeit habe ich immer wieder so am Rand nebenher mit der Hand gewedelt und gesagt, naja, das ist alles genauso wie bei den Computern, die vor Ihnen stehen. Sie haben ja da immer Turing-Maschinen vor sich stehen. Und so richtig gezeigt habe ich das aber nie. Ich habe immer diesen Bruch gelassen und gesagt, naja, das ist da irgendwie so ähnlich. Ne? Und Sie werden schon merken, das wird noch das Gleiche und so. Heute möchte ich diese Verbindung sehr viel präziser machen. Denn wenn Sie ein Computerprogramm schreiben, und Sie können das ja alle, Gott sei Dank, in Ihrer Programmiersprache, die Ihnen am liebsten ist, oder einer der vielen Programmiersprachen, die Ihnen am liebsten ist, egal wie die heißen, dann schreiben Sie natürlich nicht die Anzahl der Zustände einer Turing-Maschine runter und eine Übergangsfunktion mit einem Schreibkopf, der nach links oder nach rechts fährt, sondern Sie schreiben halt ein Computerprogramm. Sie schreiben irgendwas, wo if, then, else, while, for und so weiter drin steht. Ja? Vielleicht schreiben Sie auch was Funktionales. Die funktionalen Sprachen müssen wir für heute noch mal kurz zur Seite schieben. Aber wahrscheinlich schreiben Sie sowas, was irgendwie while und for und so enthält. Was wir heute machen möchten, ist uns nochmal ganz klar präzise zeigen, dass diese Konstrukte, die in den heutigen Programmiersprachen denn die normale Art und Weise sind, aufzuschreiben, wie ein Programm ablaufen soll, dass die tatsächlich äquivalent sind zu dem Formalismus der Turing-Maschinen, mit dem wir uns in den letzten Wochen beschäftigt haben. Diese wiederum übrigens, ja, wir schon als sehr mächtig erkannt haben, ja, weil sie wirklich viele Sachen darstellen können und wir gleichzeitig auch gemerkt haben, dass sie manches eben nicht können, dass sie manches eben nicht entscheiden können und manches noch nicht mal erkennen können. Und um diese Brücke bauen zu können, müssen wir zunächst mal formalisieren, was wir meinen mit so zu sein wie eine Turing-Maschine. Dieser erste Teil ist der formalste Teil der heutigen Vorlesung. Danach wird es viel mehr nach Programmiersprache aussehen. Das ist nämlich die Definition von zwei Begriffen namens Turing-Vollständigkeit und Turing-Äquivalenz. Wir nennen sie wahrscheinlich schon mal gehört haben, jetzt werden sie sauber definiert. Auf der ersten Slide nur als Idee und dann kommt eine Slide mit einer formaleren Definition. Also, wir werden heute andere Arten von der Beschreibung einer Rechnung uns anschauen. Spoiler Alert, es wird vor allem um While gehen, um While-Schleifen. Die sind ein interessantes Konstrukt. Und die sind eine Art aufzuschreiben, wie man eine Rechnung durchführt, offensichtlich. Ja, das machen Sie ja, wenn Sie ein Computerprogramm aufschreiben. Fühlt sich vielleicht nicht an, als ob man eine Berechnung definiert, aber das ist genau das, was man tut. Ja, man könnte es auch Algorithmus nennen, wenn man so möchte, aber Berechnungsmodell ist vielleicht der bessere Begriff. Manchmal sagen wir auch Kalkül, aber Kalkül stammt eher so aus der Logik und hat eher eine Verbindung mit logischen Aussagen. Ich werde heute Berechnungsmodell sagen dazu. Und wenn wir die vergleichen wollen mit dem, was einer Turing-Maschine möglich ist, dann werden wir einerseits den Begriff der Turing-Vollständigkeit benutzen. Das bedeutet, dass alles das, was eine Turing-Maschine kann, auch in diesem neuen Berechnungsmodell realisierbar ist. Also wir haben ein Modell namens M, ich werde gleich sagen, was überhaupt ein Modell ist. Und wir sagen, es ist vollständig, wenn es alles das kann, was eine Turing-Maschine kann. Und wir werden sagen, es ist äquivalent zu einer Turing-Maschine, wenn auch Turing-Maschinen alles können, was das Modell kann. Wenn sie also, ne, wenn der Pfeil in beide Richtungen geht. Wie merkt man sich das? Ne? Vollständig heißt, dass das Ding, was ich mir anschaue, alles kann, was ich hoffen kann, dass es können sollte. Und äquivalent heißt, wenn es auch nicht mehr kann, wenn der Pfeil in die andere Richtung geht, weil Äquivalenz ist der Pfeil, der in beide Richtungen geht. Dazu habe ich aber vage diesen Begriff Berechnungsmodell, da so oben irgendwo rumliegen lassen. Jetzt muss ich erstmal sagen, was ich damit meine. Und hier ist der formale Teil. Ich werde langsam durch den durchgehen. Er ist gar nicht so formal. Ich habe bewusst ein paar mehr Worte benutzt und nicht so viele Symbole. Aber es ist trotzdem gut, ihn sehr langsam der Reihe nach zu durchdenken. Zunächst mal müssen wir sagen, was wir überhaupt berechnen. Die Objekte, die wir berechnen, sind Funktionen, also mathematische Abbildungen, die zwischen zwei Räumen x und y abbilden. Und Sie haben schon gemerkt, dass wir oft die Situation haben werden, dass wir über bestimmte Arten von Eingaben reden.
Die klassische Situation ist, dass das X sowas sind wie Gödelnummern oder Programme für Turing-Maschinen. Und dann wird es typischerweise so sein, dass viele verschiedene Werte von in X gar nicht valide sind. Wenn X zum Beispiel die natürlichen Zahlen sind, dann sind nicht alle natürlichen Zahlen in unserer naiven Gödelisierung gleich Turing-Maschinen. Nicht alle Computerprogramme sind valide Computerprogramme. Deswegen machen wir es uns einfach und sagen, eine partielle Funktion von x nach y ist eine Abbildung von einer Teilmenge aus x nach y. Und wir interessieren uns nur oder wir erlauben uns, über solche Funktionen nachzudenken. Es ist nur eine technische Vereinfachung. Warum, werde ich gleich sagen im nächsten Satz. Wir werden uns nämlich interessieren für die Menge aller partiellen Funktionen zwischen zwei klinischen Hüllen über einem binären Alphabet. Und wir nennen ein Berechnungsmodell eine Abbildung, die so einen Code nimmt, also ein Wort aus der klinischen Hülle, und abbildet auf eine Funktion, die von x nach y abbildet. Das ist, wir wollen eine höherwertige Funktion, eine Funktion zweiter Ordnung. Sie nimmt als Eingabe einen Code und gibt eine Funktion zurück, die Wörter auf Wörter abbildet. So, warum ist das partiell hier so hilfreich? Vielleicht auch umgekehrt, warum ist es nicht so wahnsinnig wichtig? Wir haben ja gesehen, Sie erinnern sich, dass dieser Raum 0,1 Stern, diese klinische Hülle, dass die abzählbar ist. Das heißt, es gibt eine Bijektion von allen abzählbaren Teilmengen dieser Menge auf die natürlichen Zahlen. Also die Tatsache, dass diese Funktionen hier unter Umständen nur partiell definiert sind, ist eigentlich nur so ein Zwischenschritt, der nicht notwendigerweise ein Problem ist. Ja, solange ich eine Bijektion habe, die natürlichen Zahlen, die aus dieser Menge auf die natürlichen Zahlen abbildet und aus der natürlichen Zahlen auf diese Menge, weil es eine Bijektion ist, dann ist es relativ egal, dass die Funktion partiell definiert ist. Ich kann quasi immer ein Pre-Processing vorschalten, das zum Beispiel so eine Gödelnummer nimmt und checkt, ob es eine echte Gödelnummer ist, ob es ein echtes Programm einer Turing-Maschine ist. Ich kann immer den Compiler vorne weglaufen lassen, um zu checken, ob das Programm kompiliert oder nicht. Ja, und wenn nicht, dann halte ich halt einfach an und sage, war falsch. Ja, dann gehe ich über in einen Zustand, der heißt undefined, wenn man so will. Das ist dann der quasi langweilige Outcome. Das heißt, durch das Erlauben von partiellen Funktionen erlauben wir uns einfach nur etwas leichter, den Code aufzuschreiben. Das ist nicht eine echte Ermächtigung dieser Maschinen. So, sowas nennen wir ein Berechnungsmodell. Und man kann sich das jetzt als so höherewertige Funktion vorstellen. Ja? Also Eingabe ist ein Code, Ausgabe ist eine Funktion, die von Wörtern nach Wörtern abbildet. Sie können sich aber auch sehr konkret vorstellen, Eingabe ist ein Programm P, das wir hier reinschieben. Und dieses Programm definiert eine Funktion, die man danach auswerten kann. Das ist ja genau die Arbeitsweise, die Sie von Programmiersprachen kennen. Ja, dann ist diese Eingabe hier, nennen wir P, Programm. Und wir sagen, dieses Programm M berechnet, also es berechnet in diesem Berechnungsmodell M eine Funktion F, falls das, worauf dieses Programm abgebildet wird, diese Funktion, genau diese Funktion ist, die in F liegt. Ist das okay? Ja, okay, das sieht gut aus, ungefähr Viertel, ja. So, und jetzt werden wir sagen, dass wir ein Berechnungsmodell Turing vollständig nennen. Sie erinnern sich, vollständig heißt, dass es alles das kann, was eine Turing-Maschine kann. Falls es eine Turing-berechenbare Abbildung gibt, die nennen wir N-Code, zwischen Gödelnummern von Turing-Maschinen und Programmen in unserem Berechnungsmodell, so dass diese Funktion. Warum ist das eine Funktion? Wir nehmen eine Gödelnummer, wir rufen die Turing-Maschine auf, die das Encode macht, die gibt ein Programm in M aus und dieses Programm in M werten wir dann aus mit M, deswegen ist es eine Funktion. Wenn diese Funktion identisch ist zu der Funktion, die von der Turing-Maschine M berechnet wird. Kurze Erinnerung, was heißt das, wenn eine Turing-Maschine eine Funktion berechnet? Wir können da aber zwei verschiedene Arten und Weisen drüber nachdenken. Entweder sie gibt eine charakteristische Funktion aus, die heißt accept oder reject. Sie hält an und gibt eine 0 oder eine 1 aus oder hält eben nicht an. Oder wir denken uns, dass die Maschine etwas Reicheres ausgibt, nämlich dass sie ein Wort aus dem Band einliest, irgendwas macht und dann entweder nicht anhält oder wenn sie anhält, ein Wort auf das Band schreibt.
Wir haben festgestellt in Vorlesung 10, dass diese beiden Arten, über das Berechnen von Funktionswerten nachzudenken, äquivalent zueinander sind, sofern es um Berechenbarkeit geht. Ja, weil es ist einfach immer, jedes Ausgeben mit 0 und 1 lässt sich übersetzen als das Erkennen einer bestimmten Funktion. Und umgekehrt. Also, das ist die Vollständigkeit. Wir wollen die Fähigkeit haben, eine beliebige Turing-Maschine zu nehmen, sie durch den Encoder zu laufen zu lassen und dann ein Programm zu bekommen für dieses Berechnungsmodell, das diese Funktion liefert. Das heißt, jede Turing-Maschine, die ich mir ausdenken kann, kann ich da reinschieben. Und was rauskommt, ist immer ein Programm, das genau das Gleiche macht wie die Turing-Maschine. Deswegen sollte klar sein, dass das die Vollständigkeit definiert. Ja, ich kann das mit jedem Turing-Programm machen. Ein Berechnungsmodell heißt auch Turing-Äquivalent, falls es erstens Turing-vollständig ist, also wenn es mindestens alles kann, was eine Turing-Maschine kann, und es zweitens auch eine Rückabbildung gibt, eine M-berechenbare Abbildung, nicht eine Turing-berechenbare Abbildung, sondern eine M-berechenbare Abbildung, die nennen wir Decode statt Encode, die auch wieder zwischen den klinischen Hüllen abbildet, so dass für jedes, und das für jedes ist wichtig, für jedes Programm in unserem Berechnungsmodell M die Ausgabe dieses Decode-Prozesses, die Gödelnummer, also das Programm, wenn Sie so wollen, einer Turing-Maschine ist, das die gleiche Funktion wie das Programm in unserem Berechnungsmodell berechnet. Das ist also das direkte Umdrehen des Encodings. Ja? Sie meinen hier? Ja, zum Beispiel, okay, also im Allgemeinen, na, ja, okay, das ist schlecht. Ja, es könnte zum Beispiel die Gödelnummer, ja, das hätte ich vielleicht einfach nicht schreiben sollen. Vielleicht hätte ich einfach hier Programm schreiben sollen. Ja? Programm führt zu Funktion. Ja? Ja, aber im Allgemeinen sind einfach binäre Strings. Und das Entscheidende ist, dass nicht jeder binäre String ein valides Programm ist, aber es werden einfach irgendwelche binären Strings sein, könnten insbesondere auch Gödelnummern sein. Sie denken in Ihrem Kopf gleich schon, damit es gut funktioniert, glaube ich, tatsächlich einfach an ein Computerprogramm. Denken Sie an Ihr Python-Programm, Ihr Java-Programm. Das ist ein String, das ist das Programm. Und Sie können diesen String natürlich trivial per ASCII übersetzen in Binärcode. Das ist einfach eine Zahl. Und diese Zahl ist Ihr Programm. Ja? Das ist die Eingabe in M. Jetzt sind ein paar Sachen in dieser Definition, die vielleicht wichtig sind zu betonen. Das eine ist, achten Sie darauf, dass für die Hinrichtung, also für die Vollständigkeit, die Encode-Abbildung Turing-berechenbar sein soll. Das heißt, wir fangen an mit einer Turing-Maschine und dann geben wir diese Gödelnummer der Turing-Maschine an eine andere Turing-Maschine und die gibt uns das Programm aus, was wir dann in der Sprache von M darstellen. Und umgekehrt, das Decode ist M-berechenbar. Das heißt, wir haben ein Programm in Ihrer Lieblingssprache, Java, was weiß ich, und in dem Java-Interpreter soll was passieren, was die Einzelteile einer Turing-Maschine zurückgibt. Also insbesondere die Gödelnummer, die wir dann unserer universellen Turing-Maschine geben können. Das ist deshalb, also das ist vielleicht die sinnvolle Art, das so zu machen, weil es damit klar macht, in welche Richtung die Abbildung funktioniert. Das andere, was hier vielleicht wichtig ist, wirklich zu betonen, ist dieses für jedes P. Also ich kann eine beliebige Eingabe aus der klinischen Hülle, jedes beliebige Programm in diesen Decoder reinfügen. Und da drin versteckt ist die eigentliche Äquivalenz. Denn das bedeutet, dass ich jedes Programm abbilden kann auf eine Turing-Maschine. Und deswegen, anders gesagt, unser M-Berechnungsmodell nicht mehr kann als eine Turing-Maschine. Denn ich kann ja jedes Programm, das darauf laufen lassen könnte, durch diesen Decoder schicken, da kommt immer eine Turing-Maschine raus, die ich laufen lassen kann. Welche die gleiche Funktion berechnet. Das heißt, es kann kein Programm geben, das irgendwie mehr kann als eine Turing-Maschine, weil ich es ja sonst durch den Decoder durchlaufen lassen könnte, und dann wäre es wieder eine Turing-Maschine. Ja, guter Punkt. Ich habe gerade gesagt, wir reden über partiell definierte Funktionen. Ja, wir erlauben uns die Möglichkeit, dass in beide Richtungen jeweils ein undefined rauskommen kann. Ja, und undefined ist im Prinzip immer eine triviale entweder Turing-Maschine oder eine triviale M-berechenbare Funktion. Für die Turing-Maschine ist, wenn ich Ihnen einfach einen falschen Code gebe, der keine Turing-Maschine ist, dann geben wir einfach die undefined Turing-Maschine aus. Das ist zum Beispiel die Turing-Maschine mit der leeren Sprache, die immer alles verwirft. Die ist einfach kaputt, ja, die geht nie. So.
Und deswegen einmal mehr, ja, ist dieses partielle Funktionen sind nur so ein kleiner Kopfschmerz, und den muss man sich halt kümmern, aber der ist nicht eigentlich ein mathematisches Problem. So, wir interessieren uns also dafür, ob die Programmiersprachen, die Sie benutzen, ob die diese Eigenschaft haben, dass sie insbesondere Turing-vollständig sind. Also erstmal möchte man quasi wissen, ob man mächtig genug ist, dass man Turing-Maschinen damit realisieren kann. Und wenn man die hat, dann fragt man sich natürlich, kann es vielleicht sein, dass ich noch mehr kann als eine Turing-Maschine? Bin ich also nur vollständig oder vielleicht leider äquivalent? Ja, äquivalent heißt der Enttäuschung fast schon, ja, weil wir können auch nicht mehr als eine Turing-Maschine. Aber das Ergebnis wird sein, dass wir immer, wenn wir vollständig sind, sind wir auch äquivalent. Es gibt kein Berechnungsmodell, kein bekanntes Berechnungsmodell, das echt strikt mächtiger ist als Turing-Maschinen. Zumindest keins, das man tatsächlich in einem technischen Gerät vor ihnen realisieren kann. Und diese Arbeit, dieses Durchexerzieren dieser Schritte, die machen wir jetzt einmal heute präzise an einem bestimmten Berechnungsmodell, nämlich dem While-Berechnungsmodell. Und das werden wir jetzt machen, das wird eine ganze Weile dauern. Bevor ich das tue, möchte ich auf einen ganz wichtigen Punkt hinweisen. Das hier ist dieser Begriff da oben, den befüllen Sie natürlich sofort mit Ihrem Verständnis davon, was eine While-Schleife ist. Ja, Sie haben alle schon While-Schleifen programmiert. Sie sind ja im, weiß nicht, vierten, fünften, sechsten Semester. Natürlich können Sie alle programmieren. Und das ist ein bisschen gefährlich, weil Sie wahrscheinlich eine sehr, sehr spezifische Vorstellung davon haben, welche Programmiersprache Sie da vor sich haben. Sie denken sofort an, ich weiß nicht, was Ihre Standard-Kopfsprache ist, Python, Java, C++, was auch immer. Und ich möchte Sie jetzt einmal vorwarnen, dass wir versuchen werden, das auf einer mathematischen Ebene zu machen. Das heißt, was ich jetzt, weil wir ja genau verstehen wollen, was wir tun, werde ich jetzt die nächsten 2, 3 Slides dieses Berechnungsmodell sehr formal einmal darstellen. Und während ich das mache, können Sie ja mal mit überlegen, ob das eigentlich genau dem entspricht, was Sie im Kopf haben, wenn Sie über eine While-Schleife nachdenken. Das ist nötig, weil wir nur dann natürlich formal sauber drüber nachdenken können. Und was dabei typischerweise passiert, ist das Gleiche, wie wir das auch schon vorher hatten mit den endlichen Automaten und mit den Turing-Maschinen und so weiter, mit den Bändern nach links und rechts und den Mehrfachbändern und den nicht-deterministischen Turing-Maschinen und so weiter. Die Definition, die ich Ihnen jetzt zeige, die ist bewusst sehr kompakt gewählt. Der fehlen quasi die ganzen syntaktischen Sugars, die Sie gewöhnt sind aus einer Programmiersprache. Warum? Naja, für eine Programmiersprache, die Sie im Alltag benutzen möchten, da möchten Sie ganz viele verschiedene Designelemente haben, die Ihnen die Arbeit erleichtern. Ganz viele Abkürzungen, die komplizierte Sachen einfach machen. Klar, natürlich. Ja. Für eine theoretische Analyse ist es genau andersrum. Da möchten wir eine möglichst kompakte Darstellung haben der Sprache, weil dann die Beweise einfach sind. Wenn ich 20 verschiedene Keywords habe, mit denen ich mich beschäftigen muss und jeweils die alle immer abdecken muss in jeder strukturellen Induktion, dann wird der Beweis länglich. Deswegen möchte ich eine Beschreibung des Berechnungsmodells haben, das idealerweise aus nur 2, 3, 4, 5 Definitionen besteht. Und genau das machen wir jetzt. Also, dazu mache ich 3 Schritte am Anfang, und das ist im Prinzip eine Übertragung dessen, was Sie von den Automaten auch kennen. Ich werde jetzt erstmal sagen, was ich eigentlich meine mit den Zeichen, die auf den Slides sein werden. Das ist so eine Art Vordefinition, ja, die Elemente, die uns interessieren, die Alphabete. Dann kommt eine Syntax und dann eine Semantik. Also Syntax heißt, welche Operationen stellen wir uns vor? Semantik heißt, was bedeuten die eigentlich? Also, erst kommen die Notation. Notation, Syntax, Semantik. Die Notation ist, wir betrachten Programme eigentlich, Strings, die über einem Alphabet definiert sind, das aus folgenden Objekten besteht. Und damit meine ich jeweils immer, dass die paarweise unterschiedlich sind, auch wenn sie nur Symbole sind. Also es gibt einerseits Variablen. Variablen kennen Sie schon aus der Grammatik. Wir nennen die Variablen jetzt dieses Mal nicht mit Großbuchstaben, sondern wir nennen sie x1, x2, x3 und so weiter. Das sind die Variablen, die Sie auch in einem Computerprogramm kennen. Ob Strings, die Sie eingeben und sagen, diese Variable, und der wird irgendwas zugewiesen mit einem Pfeil. Konstanten sind Zahlen, die als Integers dargestellt sind. Wir gehen ja immer noch von den natürlichen Zahlen aus, ja, deswegen sind Konstanten immer Integers. Natürlich können Sie mit Integers auch Floating Point Numbers darstellen, aber das kann uns egal sein. Ja, wir gehen davon aus, dass Sie nur mit ganzen Zahlen arbeiten. Dann haben wir 3 Keywords,
die unser Parser quasi erkennen können sollte. Die heißen while, do und end. Sie können sich schon denken, was aus denen wird. Und dann haben wir genau die folgenden 7 Symbole, nämlich eine Zuweisung, gets, Pfeil nach links, ein Ungleich, ein Semikolon, ein Plus, ein Minus und die beiden eckigen Klammern. Diese werde ich jetzt, auch wieder zur Vorwarnung, jetzt benutzen für die Definition der Syntax, um zu erklären, was ich meine. Und dann warne ich schon mal vor, auf den späteren Slides habe ich zur besseren Lesbarkeit mir erlaubt, so eine Standard-LaTeX-Algorithmus-Umgebung zu benutzen, um die While-Programme zu schreiben. Und manche von denen haben noch ein paar Symbole und ein paar Worte, die nicht auf dieser Liste stehen. Sie werden aber merken, dass das immer egal ist. Sie machen es einfach nur für Sie leichter, darüber den Text zu lesen. Ja, also Vorwarnung, ich werde gleich mit dieser sehr strikten Syntax brechen, wenn ich dann ein paar Slides weiter bin. Und es wird kein Problem sein, weil dadurch nichts Neues entsteht. So, das sind die Elemente, mit denen wir arbeiten. Jetzt kommt die Definition der Syntax. Die ist auch wieder, wie wir das schon von den regulären Ausdrücken kennen, eine induktive Beschreibung von Programmen. Ein While-Programm ist etwas, das wir bauen aus elementaren Bausteinen, die wir einfachen Befehlen nennen, und dann 2 Operationen, die diese miteinander verknüpfen. Die einfachen Befehle sind die Zuweisung von konstanten Werten, die Addition von 2 Variablen und die Subtraktion von 2 Variablen. Also, ich habe das jetzt schon so gesagt, ich habe schon gesagt, Addition und Subtraktion, genau genommen sind sie einfach, diese Strings sind einfache Befehle. Und sie denken sich natürlich schon, was diese Strings bedeuten sollen, haben wir aber noch gar nicht definiert, machen wir auf der nächsten Slide. Außerdem ist ein While-Programm entweder sowas, so ein einfacher Befehl, also quasi das ist der Start der Induktion, wenn Sie wollen, oder es hat eine der beiden folgenden Formen. Es ist entweder eine sogenannte Schleife, die entsteht aus diesem String, while xi ungleich 0, do p1, Semikolon, das ist unsere Syntax, oder der Verkettung von 2 Programmen, p1, p2. Und die schreiben wir mit diesen eckigen Klammern. Wobei p1 und p2 jeweils selber solche While-Programme sind. Daher kommt die Rekursion. Okay. Und zu diesem Zeitpunkt wissen Sie natürlich schon längst, weil Sie alle Programmiersprachen kennen, was das Ganze bedeuten soll. Ich muss es jetzt aber trotzdem noch einmal sauber quasi sagen, was ich eigentlich meine damit, dass so ein Programm etwas berechnet. Also wie diese Strings zu interpretieren sind, was sie bedeuten sollen. Die Eingabe eines While-Programms besteht aus einer endlichen, aber beliebig großen Menge an Zahlen, Alpha 0 bis S-1, die wir speichern in Variablen. Und hier ist es wichtig, das ist wie bei der Turing-Maschine, dass nach der Definition auf der vorherigen Slide wir potenziell unbegrenzt viele, aber endlich viele solche Variablen zur Verfügung haben. Genauso wie die Turing-Maschine ein potenziell unendlich, aber abzählbar unendlich langes Band zu ihrer, zumindest einer Seite hat, auf das sie Sachen speichern kann. Also keine Beschränkung darin, wie groß der Speicher ist, dieses Konzepts. So, die Ausgabe ist, falls das Programm anhält, und was anhalten heißt, darüber muss man gleich reden, dann ist die Ausgabe der Inhalt der Variable x0 bei Beendigung des Programms. Wobei ich, glaube ich, schon auf einer der nächsten Slides damit so ein bisschen brechen werde und sagen werde, naja, das ist irgendwie auch klar, Sie können natürlich am Ende, wenn Sie wollen, irgendwie alles, was in den vorherigen Variablen steht, in anderen Variablen irgendwie darunter speichern, ja, indem Sie irgendwie halt Zahlen hin und her kopieren. Weil diesen Variablen Zahlen zugewiesen werden, und von den Zahlen gibt es abzählbar unendlich viele, können wir da in jeder einzelnen Variable mehr oder weniger beliebig viel speichern, wenn Sie so wollen, ja, beliebig große Zahlen reinschieben. So, jedes Programm darf beliebig, aber nur endlich viele Variablen benutzen. Wenn wir annehmen, wir wissen, was die maximale Zahl an benutzten Variablen ist, dann können wir uns so einen Vektor vorstellen, so eine Liste, und das ist einfach für die Notation. Ja, das ist im Prinzip dann nachher die Entsprechung, oder Sie sehen schon, das ist die Entsprechung von einem Band bei einer Turing-Maschine. Man schreibt halt, irgendwo muss man seinen Speicher halt sich vorstellen, und für die Theorie ein einfaches Objekt zum Vorstellen ist halt so ein Vektor mit Zahlen drauf. So, und jetzt müssen wir noch sagen, was eigentlich diese Strings bedeuten. Und die bedeuten natürlich genau das, was Sie sich schon denken, dass sie bedeuten. Nämlich,
Wir können uns eine Funktion vorstellen, ja, eine Funktion, eine partielle Funktion phi ps. Was heißt das? Das ist eine partielle Funktion, die zu einem Programm p gehört, die zu der einer Belegung der Variablen gehört. Also dieses s ist so ein Vektor hier von dieser Belegung, die auf diesen Belegungen operiert, die etwas macht mit diesem Speicher. Und sie macht Folgendes. Wenn das, erstmal machen wir die einfachen Ausdrücke, also diese drei elementaren Formen. Wenn das While-Programm die Zuweisung einer Konstante ist auf die Variable Nummer i, ja, dann nehmen wir die Werte aller Variablen im Moment und an der i-ten Stelle schreiben wir c rein. Das ist Zuweisung auf dem Speicher. Ich glaube, das sollte noch, da kann ich mal kurz checken, da sollten jetzt mal alle nicken, ist das recht klar? Ja, okay, da sind hoffentlich alle dabei. So, wenn wir addieren an der Stelle xi, also hier steht, nehme die Variable xj, nehme den Wert der Variable xk, also die x sind quasi Speicheradressen, wenn Sie wollen, und deren Wert soll kopiert werden in xi, dann passiert genau das. Also wir nehmen die Einträge an der Stelle j und k, das sind die Werte, die x sind quasi die Pointer, die Sigma sind die Zahlen, die Werte, die werden addiert und dann gespeichert an der Stelle xi. Wenn wir Minus machen, dann machen wir so eine kleine Komplikation, weil wir mit natürlichen Zahlen arbeiten und wir davon ausgehen, dass es keine negativen natürlichen Zahlen, also keine ganzen Zahlen, sondern natürliche Zahlen. Dann machen wir hier so eine Maximumsoperation, einfach nur um präzise zu sein, wenn wir was abziehen voneinander, wo das Abgezogene größer ist als das, die rechte Seite größer ist als die linke Seite, dann schreiben wir eine 0 in den Speicher. Einfach nur, damit die Mathematik funktioniert. Warum? Weil was wir hiermit im Prinzip gemacht haben, ist, wir haben diese Programme abgebildet auf das, was wir von den natürlichen Zahlen kennen. Wir haben also einen Anker gefunden für diesen ganzen Prozess in den 200 Jahre alten Dedekind-Piano-Axiomen für die natürlichen Zahlen. Und das ist auf eine Art natürlich das Offensichtliche zu tun. Gleichzeitig ist es auch manchmal wichtig, sich dessen gewahr zu werden. Wir denken heute über Computerprogramme als schon was sehr Elementares nach. Aber natürlich realisieren die eine Idee dessen, was wir mit Rechnung meinen. Nämlich das, was Plus und Minus halt bedeutet auf den natürlichen Zahlen. So, jetzt haben wir diese drei elementaren, einfachen Ausdrücke, Plus, Minus und Zuweisung. Jetzt brauchen wir noch die anderen beiden, also die While-Schleife und die Verkettung. Die Verkettung ist einfach. Wenn das Programm so aussieht, dann soll das bedeuten, wir machen erst P1 und dann P2. Also führe die zugehörige Funktion von P1 aus. Für einen elementaren Ausdruck wissen wir schon, für einen einfachen Ausdruck wissen wir schon, wie das geht. Ansonsten rekursiv das, was aus dieser Slide hier sich entsteht, auf der Belegung S und danach P2. Und falls das nicht definiert ist, also falls das in einen Raum unserer partiell definierten Funktion führt, dann sagen wir undefined. Und undefined heißt stehen bleiben, verwerfen, keine Ahnung. Also einfach, das ist halt der Name für undefined. Jetzt machen wir es uns einfach für die While-Schleife und benutzen so ein Subskript und sagen, ja, also phi p hoch r heißt die Verkettung, also es ist eine Variante auf diesem Programm, quasi auf der Verkettung von solchen Programmen r mal miteinander. Die erlaubt uns, die While-Schleife besonders elegant zu schreiben, wenn das Programm dieser String ist, also bislang ist es ja nur ein String, ne, while xi ungleich 0, do p1 end, dann meinen wir damit, und da müssen wir jetzt kurz einmal ganz präzise sein. Es gibt eine kleinste Zahl, so dass entweder r mal p1 hintereinander anwenden nicht terminiert, also immer weiterläuft und wir keine weiteren Möglichkeit haben, nochmal ein p1 davor zu hängen, weil wir nie dahin kommen, oder dass Variable xi, die ith Variable, nach r-maliger Anwendung des Programms auf die erste Belegung s den Wert 0 hat. Das ist ja genau das, was wir meinen mit xi, while xi ungleich 0. Und dann nennen wir die Ausgabe dieses while xi ungleich 0 do p1 end Programms, dass wir r mal p1 auf s anwenden, falls das zu einem geendeten Zustand führt und ansonsten undefined. Das heißt, wir erlauben uns, dass ein Programm im undefined state bleibt,
für eine potenziell unendliche Zeit. Damit haben wir jetzt Syntax und Semantik von den While-Programmen definiert. Und jetzt kann man übrigens noch so ein bisschen zwischenchecken. Wenn wir jetzt viel Zeit mit der Logik verbringen wollten, könnten wir sicherstellen, dass das immer, dass diese Programme tatsächlich immer sauber definiert sind. Also dass wir durch diese Syntax, die ich hingeschrieben habe, nie etwas Neues bauen kann, für das hier keine Semantik definiert ist. Ich denke aber, das ist relativ klar. Die spannendere Frage ist jetzt, was zunächst mal, ob das ausreicht, ja, also ob das schon alles das abbildet, was Sie von Programmiersprachen kennen. Und dann als nächste Frage natürlich, ob diese Beschreibung Turing vollständig und äquivalent ist. Und das wird sie tatsächlich sein. Dazu machen wir als Vorschritt dieses, ja, Sie kennen natürlich in Ihren Programmiersprachen was viel reichhaltigeres. Wenn Sie in Python programmieren, dann kennen Sie If-Then-Else-Statements und Sie kennen vielleicht auch Listen und List-Comprehensions und Klassen und so weiter und so weiter. Die werde ich jetzt nicht alle aufbauen, da werden wir hier lange sitzen und dann wäre das irgendwann hier auch die Informatik 2, ja, weil objektorientiert und nicht mehr die Theorie der Informatik 2, sondern stattdessen werde ich darauf hinweisen, in etwa, wie das funktioniert. Das ist quasi die Arbeit, die der Erfinder einer Programmiersprache machen müsste, wenn er oder sie die sicherstellen wollte, dass sie tatsächlich funktioniert. Machen wir zwei Beispiele. Das eine ist eine arithmetische Operation. Wir können auch die Multiplikation als While-Programm schreiben. Ich habe bislang als einfachen Befehl nur Plus und Minus definiert. Und natürlich kann man aus Plus und Minus auch Mal machen. Warum? Weil Multiplikation als auf den natürlichen Zahlen als darunter axiomatisch als die wiederholte Addition definiert ist. Ja? Das heißt, dieses While-Programm hier führt die Multiplikation von xj und xk durch. Ja? Also und hier sehen Sie jetzt zum ersten Mal ein Beispiel, wo ich meine eigene Notation gleich schon breche. Aber ich hoffe, dass Sie trotzdem verstehen, dass die sehr nah an den Strukturen dran ist, die ich vorher definiert habe. Weil das halt das Standard-Layout von LaTeX ist. Ja? Also hier ist ein Programm, das nennen wir Produkt. Und wenn Ihnen nicht gefällt, dass ich da einen String benutzt habe, der Produkt heißt, dann stellen Sie sich vor, dass da irgendwo eine ASCII-Tabelle gibt, die das Wort Produkt übersetzt in irgendeine Zahl. Ja? Und alles, was da drunter steht, alle diese Strings, die da drunter stehen, übersetzt in eine lange Zahl. Und dann ist diese Zahl das eigentliche Programm P. Dieses Produkt multipliziert xj und xk. Wie macht es das? Wir nehmen eine neue Variable xi, das ist die Ausgabe. Die initialisieren wir als 0. Dann initialisieren wir eine Konstante auf den Wert xj. Eine neue Variable auf den Wert xj. Und dann, während diese Variable, diese Schleifenvariable ungleich 0 ist, addieren wir xj mal xk auf xi drauf. Und danach haben wir xj mal xk aufaddiert, also genau xj mal xk berechnet. Und Sie sehen schon, ich habe hier mit allerlei Details gebrochen. Ich habe zum Beispiel, wer sieht noch ein paar andere Fehler, die ich gemacht habe im Vergleich zur Definition? Können wir mal gegenchecken, ob Sie die Definition genau zugehört haben. Wo steht nachher die Ausgabe von diesem Programm? Ganz hinten? Ja, genau, in xi. Und ich habe gesagt, sie soll in x0 stehen. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das sind Wortklaubereien, ja, sich darum Gedanken zu machen. Ich könnte jetzt da unten noch eine extra Zeile hinzufügen, die sagt, x0 wird xi zugewiesen. Aber, also, ja. Okay. Gut, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das hier multipliziert. Oder? Das ist so die Grundschule-Variante von Multiplikation. So lange drauf addieren, bis man genug richtige Anzahl mal aufaddiert hat. Ja? Erstaunlich wenig Zustimmung. Ist das einfachste While-Programm, das ich mir vorstellen kann. Sind wir uns einig, dass dieses Programm eine Multiplikation durchführt? Ja, okay, gut. Gut. Etwas komplizierter ist, nehmen wir mal so einen Standard-Syntaktik-Sugar, den Sie alle kennen aus Programmiersprachen, ist if-then-else. Oder vielleicht machen wir erstmal nur if then. Wie machen wir? Wir hätten natürlich gerne in unserer Programmiersprache die Möglichkeit, so ein Conditional Statement zu haben. Ja? Wenn Variable irgendeine logische Aussage wahr ist, dann
mach bitte Folgendes. Auf der nächsten Slide steht schon die Antwort, deswegen lasse ich Ihnen kurz mal 5 Sekunden zu überlegen, wie Sie ein Conditional Statement machen würden mit while. Ist immer wieder eine beliebte Übungsaufgabe übrigens, nach solchen Übersetzungen zu fragen. Und dann beschweren sich aber immer die Tutoren darüber, dass das dann so ein bisschen sehr nach Informatik 2 sich anfühlt und man es eigentlich dann noch nicht mal über die Theorie macht. Aber auf den ersten Blick ist es so, was einem erstmal kurz einen Knoten in den Kopf macht. Wie mache ich denn ein Conditional Statement mit einer While-Schleife? Ah, es sieht so aus. Also hier ist zumindest eine mögliche Antwort. Also, hier oben ist das Programm, das wir gerne hätten. Wir würden gerne uns erlauben, sowas schreiben zu können. Wenn x gleich 0, dann mache das Programm p, ja, und sonst nicht. Eine Möglichkeit, das zu realisieren, ist so, wir instanzieren eine neue Variable y, setzen sie auf 1, haben dann eine While-Schleife, weil x ungleich 0, setze y auf 0 und x auf 0, danach stoppt diese While-Schleife. Wir haben jetzt y auf 0 gesetzt und danach kommt eine neue While-Schleife, die sagt, solange y nicht 0 ist, setze y auf 0 und führe dann das Programm p durch. Wenn es auf den ersten Blick für Sie verwirrend ist, dann möchte ich kurz 2 Sachen highlighten. Das erste ist, warum müssen wir das überhaupt, diese erste Schleife hier haben? Naja, es könnte ja sein, dass ganz am Anfang x gleich 0 ist. Wenn x gleich 0 ist, dann wollen wir, dass dieses p nicht durchgeführt wird. Das heißt, wenn x gleich 0 ist, dann wird diese While-Schleife hier niemals durchgeführt, genau 0 Mal durchlaufen. Deswegen wird y nie auf 0 gesetzt und deshalb wird diese Schleife niemals durchgeführt. Das heißt, wir werden p niemals sehen. Hoffentlich richtig? Das Zweite, was interessant zu beobachten ist, also das ist offensichtlich, macht es genau das, was wir von if then else haben wollen. Das andere, was interessant ist, so im Vorbeilaufen zu beobachten hier, ist, dass diese While-Schleifen so auf den ersten Blick verschwenderisch aussehen, weil sie ja gar keine Schleifen sind. Ja, wir verwenden in der Programmierpraxis While-Schleifen immer nur für Sachen, die mehrfach durchlaufen werden sollen. Und es fühlt sich jetzt mal komisch an, ja, dass ich ja so was hinschreibe, was in jedem Fall höchstens einmal durchlaufen wird. Vielleicht sogar nullmal. Weil nämlich schon gleich zu Beginn diese Variable gleich zu 0 auswertet. Und es wird sich nachher herausstellen, dass es eher andersrum ist. Dass man nämlich nicht, dass es nicht mitnichten so ist, dass man While-Schleifen nur benutzen kann, wenn man irgendwas mehrfach machen sollte, sondern sogar umgekehrt, dass man alle While-Programme schreiben kann durch Programme, die Schleifen enthalten, die genau einmal durchlaufen werden. Etwas verrückt, weil man das in der Praxis nicht so machen würde, ist aber tatsächlich so. Okay, diese Beispiele sollen aber genügen. Man könnte jetzt noch viel mehr machen. Ich könnte, ja, als nächstes können wir Sie bitten, eine List-Comprehension als While-Programm zu realisieren. Oder ein If-Then-Else-Statement, sich zu überlegen, wie man das Programm erweitert, sodass was anderes passiert, wenn das Conditional in If falsch ist. Ja, reden einige. Gibt es Verwirrung? Ist irgendwas falsch in dem Programm? Fragen im Raum? Ja, vielleicht ist es einfach gut, ja? Warum haben Sie jetzt 2 While-Schleifen? Warum 2 While-Schleifen? Also wenn Sie so wollen, dann macht die erste macht im Prinzip das If und die zweite macht das Then. Ist das eine sinnvolle Antwort? Ja, also der erste Teil sagt, wenn das da oben stimmt, dann setze die Variable so, dass diese zweite While-Schleife überhaupt erst anläuft. Und diese While-Schleife macht dann tatsächlich das Programm. Aber wieso kann man das nicht machen, wenn ich sage, while x gleich 0? Und wenn das der Fall ist, dann setze ich aber x auf 1. So, wenn x gleich 1 wäre, dann... warum geht es nicht? Das geht nicht, weil ich in der Syntax der While-Programme das so gemacht habe, dass in dem While immer ein Ungleich stehen muss. Okay. Ja? Sonst hätte ich da reinschreiben müssen, while x gleich irgendwas, und dann... wäre das nicht in meiner Syntax drin gewesen. Ja. Und Sie können sich gerne als Hausaufgabe, als selbstgesetzte Hausaufgabe mit nach Hause nehmen, Ihr beliebtes, liebstes Syntaktik-Sugar von Ihrer Programmiersprache, das Ihnen am besten gefällt, irgendwas Abgefahrenes vielleicht,
in dieser Formulierung zu realisieren, eingeschränkt auf diese ganz elementaren Formen. Typischerweise hilft es dann, dass man solche Zwischenschritte sich baut mit if und so weiter. Auch in der zweiten Hälfte dieser Vorlesung werde ich das ausnutzen. Ich werde dann nämlich lauter While-Programme schreiben, die alle if-Statements enthalten, weil wir ja schon wissen, dass wir if-Statements, also Conditional-Statements, als While-Schleifen realisieren können. Weiter wollen wir das aber nicht treiben. Ich will jetzt keine Klassen definieren, keine Case-Statements und so weiter, weil das ist halt einfach, irgendwann wird es dann Software-Engineering, wenn man so will. Ja. Muster bauen. Jetzt haben wir uns in dieser Runde, ja, jetzt ist gleich die Pause, erstmal nur mit While beschäftigt. Und Sie können sich jetzt fragen, ist While irgendwas ganz Magisches? Das ist das eine besondere Berechnungsmodell, gibt es keine anderen. Es gibt tatsächlich natürlich noch eine ganze Reihe andere. Ich könnte eine sehr lange Liste machen und ich bin ehrlich gesagt noch selber am Überlegen, ob ich den nächsten Dienstag noch benutze, um noch ein anderes Berechnungsmodell etwas präziser anzugehen. Lassen Sie mich gleich mal fragen, wer hat schon mal den Begriff Lambda-Kalkül gehört? Alle? Naja, fast alle. Nicht alle. Okay, das sind 80%, würde ich sagen. Wer hat das Gefühl, dass Sie das Lambda-Kalkül so umgriffen haben, dass Sie da ein gutes Gefühl dafür haben? Fiese Frage. 10 Leute. Okay. Wenn ich in der nächsten Vorlesung sowas machen würde wie, Sie wissen ja, Sie haben ja schon mal vom Lambda-Kalkül gehört, hier ist eine kurze Definition davon, hier ist, warum das relevant ist. Wer würde sich dafür interessieren? Ja, so ungefähr die Hälfte. Muss ich mir genau überlegen, was ich damit mache. Also der kurze Hintergrund vor der Pause ist, das Lambda-Kalkül ist vielleicht das andere wirklich interessante, mächtige Berechnungsmodell. Warum machen wir das eigentlich überhaupt alles? Ne? Sie werden später in ihrer Karriere irgendwann immer wieder in so Situationen kommen, wo Sie irgendwas bauen und eine kleine Maschine irgendwelche Funktionalität realisieren wollen. Vielleicht bauen Sie irgendein Embedded-System, irgendein kleines Interface, das man haben möchte, vielleicht ein kleines Programm. Und dann ist die Frage, habe ich damit schon alles? Ist das Ding jetzt mächtig genug? Geht das alles? Was man typischerweise macht, ist, dass man zeigen möchte, dass das Rechnungsmodell, das man gebaut hat, Turing-vollständig ist. Turing-äquivalent ist. Ja? Und das macht man, indem man es zurückführt auf eins von den Berechnungsmodellen, von denen man schon weiß, dass sie Turing-äquivalent sind. Und wir werden gleich zeigen, dass While was ist, und auf While kann man oft gut zurückführen. Das andere ist das Lambda-Kalkül, auf das man auch manchmal gut abbilden kann, das sind eher für die funktionalen Sachen. Zum Beispiel gab es jetzt großes heißes Ding, vor einem Jahr, 2 Jahren hat Microsoft Excel Lambda-Ausdrücke bekommen und deswegen ist Microsoft Excel jetzt Turing-vollständig. Juhu! Ja? Diese Art von Einsicht kann man nur haben, wenn man diesen Beweis schon mal irgendwo gesehen hat. Deswegen überlege ich, ob wir den machen nächste Woche oder nicht. Gegeben, dass jetzt ungefähr die Hälfte des Hörsaals gesagt hat, fänden wir irgendwie spannend, überlege ich mir, ob wir das machen. Ist auch historisch ein bisschen interessant, hat so ein paar verrückte Geschichte dahinter. Ist aber dann auch wieder was, wo ich wahrscheinlich wieder Feedback kriege, dass das ein ganz schön trocken war, weil das lauter so abstrakte Funktionen sind. Sie kennen das aus der Informatik 1. Komische Ausdrücke. Sagen Sie mir nochmal im Feedback nach der Vorlesung Bescheid, was Sie davon halten. Jetzt machen wir erstmal eine Pause und nach der Pause beschäftigen wir uns mit anderen Rechnungsmodellen und schauen dann, ob was davon Turing vollständig ist. Wir haben jetzt also ein so Berechnungsmodell kennengelernt, die While-Schleifen. Und was wir jetzt machen werden, ist, noch bevor wir Vollständigkeit zeigen, uns noch 2 andere Berechnungsmodelle anschauen, die nicht sonderlich anders sind, die also interessant sind, nicht dadurch, inwiefern sie sich groß unterscheiden oder indem sie eine völlig andere Art sind, über Berechnung nachzudenken, sondern gerade dadurch interessant sind, dass sie auf eine subtile Art und Weise ähnlich identisch oder nicht ganz identisch sind zu dem While-Berechnungsmodell. Das sind nämlich die For-Programme und die Go-To-Programme. Und auch da wissen Sie natürlich schon grob im Kopf, worum es geht, kennen Sie aus anderen Programmiersprachen. Also, dafür machen wir zunächst mal For. Hier ist eine Definition für die Syntax von For-Programmen. Die ist besonders einfach, denn weil wir ja gerade While gemacht haben, können wir es uns echt leicht machen. Ein For-Programm im Sinne dieser Vorlesung, nicht im Sinne Ihrer Lieblingsprogrammiersprache, aber im Sinne dieser Vorlesung, ist ein For-Programm etwas anderes als ein While-Programm, benutzt aber dasselbe Alphabet wie die While-Programme, wobei das Keyword while durch for ersetzt wird. Und ein for-Programm ist auch entweder ein einfacher Befehl, der genauso definiert ist wie bei den while-Programmen, oder eine for-Schleife, die sieht so aus.
oder eine Verkettung von Programmen. Und natürlich ist klar, dass für die Semantik alles genauso ist wie bei den While-Schleifen, nur die For-Schleife ist ein bisschen anders. Für unsere Definition, für das, was uns interessiert, für die Theorie, ist die Semantik von For-Programmen genau identisch zur Semantik von While-Programmen, mit dem einen Unterschied, dass dieser String for x i do p 1 end, dass der zu interpretieren ist als nehme die Belegung der Variablen und wende dann die Funktion p1 genau xi mal, also was, lese den Wert der Variable xi aus und dann, die ist eine natürliche Zahl, führe das Programm p1 genau xi mal aus auf den Variablen. Das heißt, was wir hier nicht erlauben, ist, dass die Schleifenvariable xi in der Schleife verändert wird. Die wird am Anfang einmal ausgelesen und dann, also beziehungsweise danach darf sie sich verändern, aber die Anzahl der Durchläufe der Schleife wird nicht verändert dadurch. Also wir lesen einmal aus, was xi ist und dann laufen wir eine endliche Anzahl mal durch diese Schleife durch und dann hören wir auf. Das heißt, insbesondere solche Programme wie das hier sind ausgeschlossen. Und ich weiß, dass Sie natürlich in der Praxis sowas ständig machen, ja, dass man da so irgendwo rumfuhrwerkt in der Variable der Vorschleife. Und die modernen Programmiersprachen sind so ausgelegt, dass im Prinzip jede Vorschleife eigentlich eine While-Schleife ist, damit man nämlich genau das machen kann. Aber eigentlich sind diese beiden Begriffe semantisch wirklich was Unterschiedliches. Und für unsere weitere Betrachtung ist es hilfreich, die so getrennt zu lassen. Warum? Naja, Sie ahnen schon, eine Vorschleife ist was, was immer terminiert, eine While-Schleife ist was, was auch weiterlaufen kann, ohne anzuhalten. Deswegen ist es wertvoll, die beiden getrennt zu halten voneinander. Ist übrigens vielleicht sogar im guten Software-Engineering wertvoll, die beiden getrennt zu halten voneinander, weil man dann nämlich genau studieren kann, was dadurch möglich oder unmöglich wird, dass man diese Einschränkung oder diesen extra Schritt erlaubt. Denn, was wir uns jetzt mal kurz vielleicht klar machen können, das ist ein fast schon trivialer Satz, alle For-Schleifen sind Spezialfälle von While-Schleifen. Also wir können jede For-Schleife durch eine While-Schleife abbilden. Und zwar, naja, hier steht der Beweis, aber der ist so offensichtlich, dass wir ihn einfach runterlesen können. Ja? Sie können sich das natürlich denken. Also gegeben sei ein For-Programm. Wenn das For-Programm nur aus einfachen Befehlen besteht, dann ist es sowieso gleich, weil per Definition die exakt identisch sind, die beiden. Wenn es eine Verkettung ist, dann ist es auch sowieso gleich. Das Einzige, was uns interessiert, ist, was ist, wenn wir eine Vorschleife haben statt einer While-Schleife? Naja, wir wissen ja schon, was eine Vorschleife ist. Nach Definition ist es das. Und das können wir offensichtlich durch ein While-Programm darstellen, indem wir induktiv annehmen, dass wir das P1 durch ein While-Programm schreiben können. Denn wenn es ein einfacher Befehl ist, dann können wir es auf jeden Fall. Wenn es eine Verkettung ist, können wir es auch. Und wenn es eine Vorschleife hat, dann nehmen wir mal an, wir könnten es und machen dann induktiv weiter. Und dann diese While-Schleife hier realisieren. Die ist quasi die offensichtliche Art und Weise, wie man eine For-Schleife als While-Schleife schreibt. Ja, man erfindet eine Schleifenvariable, setzt sie auf den Wert xi und zieht dann halt jedes Mal was ab. Und wenn man bei 0 angekommen ist, ist man fertig. Ja? Da erwarte ich auch, dass alle kräftig nicken, weil es relativ offensichtlich ist. Ja, gut. Okay, also das geht natürlich, ist also sehr nah beieinander, aber Sie ahnen auch schon, es ist der Pfeil in die andere Richtung geht eben nicht, und das machen wir gleich noch. Denn die besondere Eigenschaft von For-Programmen ist, dass sie eben immer terminieren. Hier steht's. Und im Prinzip brauche ich es auch, wieder nochmal ist es so ein Beweis, den man fast nicht führen muss. Auf einer alten Version dieser Slides hatte ich hier so Beweis offensichtlich, jetzt habe ich ihn doch mal hingeschrieben, damit Sie einfach ahnen, wie er geht. Das ist natürlich ein induktiver Beweis. Alle einfachen Befehle terminieren, Verkettungen von terminierenden Programmen terminieren, und Vorschleifen sind so definiert, dass sie terminieren, weil sie nämlich zu Beginn der Schleife eine natürliche Zahl auslesen. Die hat einen expliziten Wert und dann machen sie genau so viele Wiederholungen des Programms. Und dabei wird selbst wenn sich die Schleifenvariable währenddessen ändert, dann ist das der Vorschleife egal. Das heißt, danach wird terminiert. Ja? Also wenn wir Vorprogramme so definieren, wenn wir uns vorstellen, dass der Interpreter einer Vorschleife so funktioniert, dass er am Anfang einmal ausliest, was in der Schleifenvariable steht und sie dann niemals sich darum kümmert, ob die sich noch verändert oder nicht, dann terminieren solche Programme immer. Das andere Berechnungsmodell, das ich jetzt noch, also vielleicht ganz kurz, ja, irgendwelche Fragen zu Vorschleifen?
Vermutlich nicht, weil das eine relativ offensichtliche Einschränkung der Weichschleifen ist. Ja? Gut. Das andere Berechnungsmodell, das ich jetzt noch kurz machen möchte, einfach weil es uns danach die Beweise einfacher macht, sind GoTo-Programme. GoTo-Programme sind offensichtlich, so, wie Sie wahrscheinlich wissen, so ein bisschen aus der Mode gefallen, weil sie ein bisschen unangenehm sind zum Programmieren. Das ist eine seltsame Art zu programmieren, aber so in den 1960ern, 70ern war das ein recht Standardding. Wenn Sie mal Fortran geschrieben haben oder so, dann ist das noch was, was Ihnen vielleicht recht klar ist. Aber Sie wissen wahrscheinlich, okay, einmal kurz Hände hoch, wer kennt das Konzept einer Go-To, eines Go-To-Statements? Oh, interessant. Das sind nicht alle. Okay, dann sage ich Ihnen kurz, was ich damit meine. Es sind vielleicht 70% haben gerade die Hand gehoben. Ein Go-To-Programm ist ganz ähnlich wie ein While-Programm. Also wir haben wieder das gleiche Alphabet. Wir ersetzen aber das Keyword While durch Go-To und End durch Halt. Wir benutzen weiterhin Verkettung von Programmen auf die gleiche semantische Art und Weise. Wir verwenden weiter die einfachen Befehle auf die gleiche semantisch gleiche Art und Weise. Aber wir gehen davon aus, dass ein Programm so aussieht, dass es aus einer Folge von Paaren besteht, die entsprechend Einträgen in einer Programmzeile. Und vorne in dem Paar steht die Zeilennummer, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Und dahinter steht das, was in der Zeile steht. Sie können sich tatsächlich natürlich so eine Lochkarte vorstellen, ja, wo da in verschiedenen Zeilen in der Karte Sachen drinstehen. Und jede dieser Einträge in einer Zeile ist entweder ein einfacher Befehl oder sie ist so ein Statement von dieser Form, if xi ungleich 0, go to, und dann Lambda soll eine Zeilenzahl sein, also eine natürliche Zahl, die als Zeilennummer interpretiert wird. Und halt heißt anhalten. Und ich hab gar keine Slide gemacht, die Semantik enthält, denn die Bücher machen das auch alle nicht. Im Schöning steht zum Beispiel, die Semantik sollte klar sein. Und Sie können sich ja mal selber überlegen, wie man so eine Semantik aufschreiben würde. Vielleicht das Wichtige ist, wenn hier so ein Statement steht, dann passiert Folgendes. Der Interpreter geht hier rein, der liest die Variable xi aus, guckt, ob sie ungleich 0 ist. Wenn sie gleich 0 ist, dann springt er über das Lambda hinweg und liest, was dahinter steht, in derselben Zeile weiter. Also er geht nicht in die nächste Zeile, sondern er liest dahinter weiter. Und wenn x ungleich 0 ist, dann liest er das Lambda aus und hört auf zu lesen in dieser Zeile und springt direkt zu der Zeile Nummer Lambda. Das heißt, Programmcode, der hinter dem Lambda steht in der Zeile, wird nicht mehr ausgeführt, wenn xi ungleich 0 ist. Und er wird ausgeführt, wenn xi gleich 0 ist. Das ist der entscheidende Teil. Und hier ist ein Go-To-Programm mit drei Zeilen. Das ist ein einfaches Beispiel für ein Programm, das eine unendliche Schleife hat. Warum? Wir fangen an in Zeile 1. Das gehört übrigens zur Semantik dazu, dass man immer in 1 anfängt. Wir weisen x1, 1 zu, dann gehen wir danach kommt ein Semikolon, wir gehen in Zeile 2. Da sagen wir, x1 wird der Wert x1 plus 1 zugewiesen. Also danach hat die Variable den Wert 2. Dann endet die Zeile, also gehen wir in die nächste Zeile. Und da steht go to 2 und nichts davor. Ja, man könnte auch schreiben if 1 go to 2. Und damit sind wir wieder in Zeile 2 und dann wird weiter drauf addiert. Also das hier ist so eine unendliche Addition, wo das xi immer größer wird. Das ist ein Beispiel dafür, dass man Programme schreiben kann, die niemals aufhören. Im Gegensatz zu Vorprogramme, die immer terminieren. So, jetzt haben wir also drei Berechenbarkeitsmodelle. While, For und GoTo. Und die sind natürlich irgendwie interessant relativ zueinander. Wir ahnen schon, While ist irgendwie mächtiger als For, weil man da Programme schreiben kann, die nie anhalten. GoTo könnte so ähnlich mächtig sein wie While, weil man da auch Programme schreiben kann, die niemals anhalten. Und For ist unser Beispiel für ein Berechenbarkeitsmodell, wo man immer anhalten muss. Und deswegen ahnen wir schon, da wird irgendwas nicht möglich sein. Ne? Sonst wäre es wahrscheinlich nicht so Turing-vollständig, denn es gibt ja Turing-Maschinen, die nicht anhalten. Also kann ja irgendwie nicht sein, dass man die als Vorschleife abbilden kann. So, jetzt machen wir das einmal formal und das ist dann auch schon das Ende von dem, was wir heute erreichen wollen. Wir wollen nämlich sehen, dass While und GoTo Turing-äquivalent sind und For nicht. Das machen wir in mehreren Schritten. Zunächst mal muss ich sagen, muss ich aus diesem
diesen Computerprogrammen, While-Programmen, die ich bisher hingeschrieben habe, jetzt tatsächlich so ein Berechenbarkeitsmodell machen, in dem Sinn, wie auf den ersten Slides das drauf stand. Ich werde sagen, eine partielle Funktion heißt while berechenbar oder vorberechenbar oder goto berechenbar, falls es while, vor oder goto Programme gibt, welche diese Funktion realisieren. Die also, das heißt, dass sie für alle Eingaben eine Ausgabe produzieren, die genau der Ausgabe dieser Funktion auf dieser Eingabe entspricht. Okay, und übrigens, weil das Ganze hier nicht drei Vorlesungen dauern soll, kommen jetzt ein paar Beweise, wo ich so ein bisschen die Details ab und zu kurz abschneide, weil sie nicht so wahnsinnig interessant sind, sondern eher so die abstrakte Idee wichtig ist. Der erste Schritt, den wir machen werden, ist vor und while miteinander zu vergleichen. Und dann werden wir sehen, dass, wenn Sie so wollen, while vor vollständig ist, also alle Vorprogramme als While-Programme schreibbar sind, aber nicht umgekehrt. Dass es While-Programme gibt, die nicht als Vorprogramme schreibbar sind. Den ersten Teil haben wir schon gemacht. Also hier oben stand, jedes Vorprogramm kann durch ein While-Programm simuliert werden. Haben wir gerade eben gemacht. Wir haben schon nie geschrieben, wie diese zugehörige While-Programm aussieht. Aber es gibt While-Programme, die nicht durch Vorprogramme simuliert werden können. Und der Beweis dafür ist ein langweiliger, nämlich hier ist ein einfaches Beispiel für ein While-Programm, das niemals anhält und es ist offensichtlich nicht durch ein Vorprogramm beschreibbar, weil ja Vorprogramme immer terminieren. Und wenn Sie dieses While-Programm lesen, dann okay, also vielleicht sollte ich Ihnen 10 Sekunden Zeit geben, das zu lesen, aber Sie können sich denken, dass Sie eine While-Schleife schreiben können, die niemals anhält. Jetzt ist Ihre vielleicht natürliche Reaktion so ein bisschen Enttäuschung. Sie sagen, ja gut, das ist aber ein blödes Beispiel. Ja, eine Funktion, die niemals anhält. Das interessiert doch niemanden. Warum muss ich denn Funktionen schreiben können, die niemals anhalten? Spannend wäre doch zu fragen, ob es Funktionen gibt, die zwar irgendwie was mit Anhalten zu tun haben, sage ich mal, die also echte Werte haben, nicht triviale Werte, die man nicht als Vorprogramm schreiben kann. So, und da ist jetzt genau, sehen Sie, mein didaktisches Problem. Es gibt so eine Funktion, die ist berühmt, die Ackermann-Funktion. Über die würde ich gerne mit Ihnen reden. Ich mache mir auch ein bisschen Sorgen, dass wenn ich das mache, dass ich dann wieder so Feedback kriege, dass es ganz schön trocken war. Und vielleicht machen wir die nächsten Dienstag. Dann kriegen Sie eine formale, saubere Antwort. Sie können mir ja mal im Feedback sagen, was Sie davon halten. Ja, und dann habe ich vielleicht Ihre Lizenz, was ein bisschen Trockeneres zu machen. Und wenn Sie alle sagen, bloß nicht wieder so was Trockenes mit Schwarz-Weiß-Bildern von alten Männern. Keine Sorge, es kommt auch eine alte Frau vor. Dann machen wir es halt nicht. Okay, damit haben wir For und While miteinander verknüpft. Wir wissen jetzt, alle For-Programme können durch While dargestellt werden. Also wenn Sie so wollen, ist While ist For vollständig, aber nicht umgekehrt. Jetzt haben wir es noch mit GoTo. Bei GoTo ist es interessant, da werden wir nämlich feststellen, dass While und GoTo miteinander äquivalent sind. Das machen wir folgendermaßen. Wir zeigen erstmal, dass while abbildbar ist auf GoTo, reduzierbar ist auf GoTo, das heißt, alle while-Programme sind durch GoTo-Programme berechenbar. Und dann machen wir es gleich andersrum. Und da habe ich jetzt mal die Slide leer gelassen. Ja, also hier ist der Satz, jedes while-Programm kann durch ein GoTo-Programm simuliert werden. Also jede while-berechenbare Funktion ist auch GoTo-berechenbar. Frage an Sie, wie funktioniert der Beweis? Sie ahnen wahrscheinlich schon, vielleicht sage ich Ihnen einfach, wie der Beweis geht als Idee und dann sagen Sie mir, was die Antwort ist. Im Gegensatz zu diesen ganzen komplizierten, abstrakten Turing-Maschinen-Beweisen können wir hier sehr konkret sein. Wir können nämlich erwarten, dass als Beweis einfach das für ein gegebenes While-Programm, ich schreibe Ihnen das While-Programm hin, Sie das GoTo-Programm aufschreiben können. Und da steht dann einfach ein Programm. Wie sieht das GoTo-Programm aus, das eine While-Schleife simuliert? Genau. Das GoTo ist quasi wirklich einfach die Art und Weise, wie man im Text hin und her springt. Und so sieht der Beweis aus. Also, angenommen, Ihr While-Programm sieht so aus, dann ist es realisiert durch dieses GoTo-Programm. Warum? Also hier steht, wenn xi gleich 0 ist, hier oben steht ungleich 0 in der While-Schleife, hier steht gleich 0, dann
soll ja diese While-Schleife nicht durchgeführt werden. Deswegen steht da ein Go-To nächste Zeile. Und ich habe gesagt, wenn das hier gilt, dann wird da hingesprungen und danach nicht weitergelesen. Das heißt, wir springen hier runter und machen weiter. Wenn hier ungleich 0 steht, dann wird das M2 nicht gelesen und stattdessen wird hier weitergemacht, also P wird ausgeführt. Und danach steht ein Go-To zurück M1 und wir fangen hier wieder an. Das ist wie die While-Schleife. Jetzt habe ich das nur für die While-Schleife selber gemacht. While-Programme sind ja allgemeiner definiert. Wir brauchen noch die einfachen Ausdrücke, die Verkettung von Programmen und so weiter. Es sollte recht klar sein, dass das alles geht, denn die einfachen Befehle sind ja alle schon sowieso in den Go-To-Programmen drin. Und die Verkettung, naja, das ist vielleicht offensichtlich. Da schreiben Sie am Ende ein Go-To und dann springen Sie an die Zeile, wo das nächste Programm steht. Okay, also alle While-Programme sind auch Go-To-Programme. Das heißt, Sie können sich mal kurz so als Randbemerkung, While ist eigentlich unnötig. Ja, wir könnten alles schön in Go-To schreiben. Diese ganzen komplizierten, diese ganzen syntaktischen Sugar in Ihrer Lieblingsprogrammiersprache ist alles nur kleine Hilfe für Sie. Sie könnten ein komplettes Programm nur in Go-To schreiben. Okay. Geht es auch umgekehrt? Können wir Go-To auch als While schreiben? Ja, wir können jedes Go-To-Programm durch ein While-Programm schreiben. Übrigens ein While-Programm, das nur eine einzige Schleife hat. Allerdings nicht eine Schleife, das habe ich vorher falsch gesagt, die nur einmal durchlaufen wird, sondern nur eine Schleife, die genau, also die natürlich beliebig oft durchlaufen werden kann. Das heißt insbesondere, jedes Go-To-berechenbare Programm ist auch While-berechenbar und es funktioniert folgendermaßen. Also angenommen, hier drüben steht ein Go-To-Programm mit solchen Ausdrücken. Also hier sind die Zeilen, die sind nummeriert und dahinter stehen die Ausdrücke, die dann durchgeführt werden. Dann steht hier das zugehörige While-Programm. Und dieses While-Programm benutzt erstens Variablen, die heißen Zeile, können Sie sich denken, dass das auftauchen wird. Und zweitens benutzt es If-Then-Else-Statements. Und ich habe ja auf der vorherigen Slide schon mal gezeigt, dass man If-Then als While darstellen kann. Und ich überlasse Ihnen die Übungsaufgabe, was Sie mit dem Else machen. Da müssen Sie einfach nochmal eine Schleife dahinter schreiben, die dann tatsächlich realisiert wird. Okay, wie funktioniert das? Also, was in diesem Programm passiert ist, schauen wir hier drüben. Ja. Wir fangen an mit Zeile 1, dann gehen wir in die While-Schleife rein, weil die Zeile ist ja auf 1 gesetzt. Und hier drin stehen dann im Prinzip so Tests, in welcher Zeile man gerade ist. Und dann sagt dieses Programm, wenn du in Zeile 1 bist, dann mache etwas, was auf der nächsten Slide steht. Wenn du in Zeile 2 bist, dann was anderes und so weiter. Und hier drin müssen wir quasi jetzt das realisieren, was dieses Go-To-Statement machen soll. Ja? Und das sieht so aus. Wenn man in die Zeile reingeht, also angenommen das Go-To-Programm sagt, führe Zeile i aus, dann machen wir Folgendes. Wenn es ein einfacher Ausdruck ist, also Plus-Minus rechnen, dann machen wir das halt und addieren danach eine Zeile hinzu. Das heißt, wir machen, was in der Zeile steht, dann kommen wir zum Ende der Zeile und danach fahren wir eine Zeile weiter runter und machen da weiter. Wenn es ein Go-To-Statement ist, dann schauen wir, ob das Go-To-Statement erfüllt werden soll. Ja? Und wenn ja, dann wird die Zeile verändert. Falls nicht, dann wird die Zeile auf T gesetzt und ansonsten wird sie um 1 erweitert. Weil wir danach Go-To-T und dann End machen. Und wenn Halt steht, setzen wir die Zeile auf 0. Warum ist das hilfreich? Weil wir in unserer While-Schleife hier oben ja gesagt haben, While Zeile ungleich 0. Das heißt, wenn wir die Zeile auf 0 setzen, bleibt das Programm stehen. Und genau das wollen wir haben. Ja. So. Also, damit haben wir diese Übersetzung gemacht. Und vielleicht ist es jetzt hilfreich, sich uns daran zu erinnern, dass auf der Slide vorher, wo ich gezeigt habe, wie man als ein If-Then-Statement als While-Programm schreibt, wir gesehen haben, dass das zwei While-Schleifen enthielt, die aber direkt durchgearbeitet werden, also wo gar keine Schleife gemacht wird, sondern wir gehen rein, wir führen aus und danach endet die Schleife sofort. Wir gehen rein oder eben auch nicht rein, führen aus und danach endet die Schleife sofort. Das bedeutet, dass das Programm, was hier steht, eigentlich nur eine echte Schleife hat. Denn all das, was hier drin steht, sind ja nur Schleifen, die gar keine Schleifen sind, sondern die direkt durchgearbeitet werden. Wenn wir die nicht zählen als Schleifen, also ohne inkrementieren, ja, das nicht als Schleifenprogramm nennen, sondern sagen, das ist ein Programm, das einfach durchlaufen wird und keine Schleife hat, dann hat dieses Programm hier nur eine Schleife, wenn man so möchte. Und
Das ist sogar irgendwie so eine, als Randbemerkung eine interessante, bekannte Eigenschaft von While-Programmen. Das ist die sogenannte klinische Normalform von While-Programmen. Alle while-berechenbaren Funktionen kann man durch ein While-Programm schreiben, das nur eine einzige echte Schleife hat. Wobei echte Schleife heißt eine, die tatsächlich zweimal mindestens durch ihr Programm durchläuft. Entscheidender aber ist, wir haben jetzt gezeigt, dass wir alle While-Programme als Go-To-Programme schreiben können und diese zugehörigen und alle Go-To-Programme als While-Programme schreiben können, die genau eine echte Schleife haben. Deswegen können wir alle While-Programme auch als While-Programm mit nur einer Schleife schreiben. Warum? Weil wir können sie erst übersetzen in ein Go-To-Programm von vor zwei Slides, dann das Go-To-Programm in ein While mit einer Schleife übersetzen von vor einer Slide und damit haben wir die Verbindung gemacht. Das ist ja wieder ein While-Programm. Also haben wir jetzt festgestellt, while ist vorvollständig, go-to ist while vollständig und while ist go-to vollständig, also while und go-to sind äquivalent zueinander. Was wir jetzt noch nicht gemacht haben, ist die Verbindung zu den Turing-Maschinen. Die mache ich jetzt gleich noch als letztes. War der Teil hier zu schnell? Gibt es Fragen dazu? Oder ist der so ein bisschen offensichtlich, weil, naja, while und go-to und for und so, naja. Ja, ganz hinten. Der Beweis verwendet sogar, dass wir Variablen als Zeilen einsetzen. Ja, also die Frage ist, ist es erlaubt, in einem Go-To-Programm den Wert einer Variable auszulesen und den dann als den Wert einer Zeile zu nehmen? Und ja, das ist in der Tat erlaubt. Ja, ja, also tatsächlich ist die Definition der Go-To-Programme hier war ja sehr vage, ne? Aber Sie sehen vielleicht die Art und Weise, wie danach der Beweis geführt wurde, die Übersetzung in das While-Programm. Die ist im Prinzip ja eine saubere Definition von, was ich im Go-To meine, wenn Sie so wollen. Ja, also das, was ja durch diesen Beweis funktioniert, das ist dann das. Aber vielleicht ist es auch nicht so wahnsinnig wichtig, weil, ich meine, Sie wissen alle, dass es diese Go-To-Ausdrücke gibt in manchen Programmiersprachen und dass man die genauso einsetzen kann. Man liest halt den Wert, der in einem Register drinsteht, aus. Und dieser Wert kann natürlich auch der Wert einer Variable sein. Und dann springt man irgendwie halt da an diese Zeile. Und wenn das nicht geht, weil die Zeile nicht existiert, ja, dann ist halt undefined. Okay, jetzt kommt der letzte und entscheidende Schritt. Dieses While-Berechenbarkeitsmodell ist tatsächlich Turing-äquivalent. Das heißt, es ist insbesondere Turing-vollständig. Ist aber auch so, dass jedes While-Programm durch eine Turing-Maschine dargestellt werden kann. Und damit ist nach der vorherigen Slide natürlich Go-To auch Turing-vollständig, weil ja Go-To äquivalent zu While ist. Aber for ist nicht notwendigerweise Turing-vollständig. Es ist tatsächlich nicht, aber wir werden es auch gar nicht zeigen. Wir haben schon gesehen, dass es nicht vollständig, wahrscheinlich nicht vollständig ist, weil for-Programme immer anhalten. Allerdings habe ich Ihnen noch nicht wirklich gezeigt, inwiefern das interessant ist, weil dazu müssten wir diese eine Funktion uns anschauen, die nur while berechenbar ist, aber nicht for berechenbar. So, und ich habe nur gesagt, naja, es gibt halt While-Programme, die nie anhalten, deswegen ist offensichtlich while irgendwie größer als for. Aber wer sollte sich schon interessieren für Programme, die niemals anhalten? Wichtig ist die Frage, ob es eigentlich Funktionen gibt, für die man fundamental eine Maschine braucht, die niemals anhält. Und das könnten wir nächsten Dienstag machen. So, das wollen wir aber jetzt, da sind wir noch nicht, wir wollen jetzt einmal zeigen, dass while, also dass die Programmiersprachen, die Sie haben, Turing-äquivalent sind. Kurz noch einmal, warum ist das hilfreich? Es ist hilfreich, weil wenn Sie eines Tages Ihre eigene Programmiersprache erfinden möchten, wer weiß, na, die ein oder andere, der ein oder andere im Raum, dann wissen Sie nach diesem Satz, es reicht vollkommen, wenn Sie while realisieren in Ihrer Programmiersprache, dann sind Sie hinreichend mächtig. Dann können Sie Ihren dummen Usern sagen, was willst du mit diesen ganzen anderen Konstrukten, while reicht doch völlig, ist Turing vollständig. Ja, so klassischer Party-Move, so. Oder umgekehrt, wenn Ihnen jemand eine Programmiersprache gibt, und sagt, ist das denn jetzt genug, ist die mächtig genug, dann überlegen Sie sich, ob Sie in der Programmiersprache eine While-Schleife realisieren können. Und wenn Sie das können, dann sind Sie fertig. Dann sagen Sie, ja, damit kann man alles. Der ganze andere Syntax außenrum, wenn du die ordentlich definiert hast, ist schön und toll und so, Hauptsache sie funktioniert, aber es reicht vollkommen, wenn du While hast, weil dann geht's. Und natürlich haben nicht alle Programmierumgebungen diese Möglichkeit. Überlegen Sie mal, warum das zum Beispiel in einer Tabellenkalkulation wie Microsoft Excel nicht funktioniert. So. Frage?
Ja, das ist ein sehr guter Hinweis. Das bedeutet auch, dass wenn Sie eine Programmiersprache haben, die While-Schleifen enthält, dann ist die Turing vollständig und das heißt, sie enthält all die Probleme, die Turing-Maschinen haben. Insbesondere können Sie ein Programm, das in dieser Programmiersprache geschrieben ist, können Sie keinen Analysator für dieses Programm schreiben, der allgemein erkennt, ob das Programm anhalten wird. Ob das Programm anhalten wird, wenn man ihm keine Eingabe gibt. Ob das Programm auf einer bestimmten Eingabe einhalten wird und so weiter und so weiter. Ja, das ist, all diese Unberechenbarkeitseigenschaften von Turing-Maschinen übertragen sich dann auf While-Programme. Und das ist natürlich genau etwas, was Sorgen erregt. Ja, also wenn Sie eine sichere Programmiersprache erfinden möchten, eine, von der Sie wissen, dass sie immer anhält und niemals Memory Overflow hat und so, dann darf die keine While-Schleife enthalten. So, wie machen wir das? Zwei Schritte, ja, um Äquivalenz zu zeigen, machen wir erst Vollständigkeit. Wir machen es genau andersrum. Wir machen erst die While-Vollständigkeit von Turing und dann die Turing-Vollständigkeit von While. Wir zeigen zunächst, dass alle While-Programme durch eine Turing-Maschine simuliert werden können. Und das mache ich jetzt so ein bisschen mit Händewedeln. Angenommen, Sie haben ein While-Programm, nennen wir es P. Und Sie wollen jetzt eine Turing-Maschine bauen, welche genau die gleiche Berechnung durchführt. Dann überlegen wir uns, wir gehen mal zurück, denken uns im Kopf, wie sind While-Programme definiert. Also While-Programme sind entweder einfache Befehle, oder sie sind Verkettungen von Programmen, oder sie sind While-Schleifen. Und wir ahnen schon, naja, die einfachen Befehle sind alle unkompliziert, Zuweisungen von Variablen, wir wissen, dass Turing-Maschinen addieren und subtrahieren können, haben das schon als Übungsaufgabe gemacht in Binärdarstellungen. Wir wissen auch, dass man Programme verketten kann, machen wir gleich noch als Beweis. Wir müssen also wahrscheinlich vor allem über diese While-Schleife nachdenken, wie man die eigentlich macht. Ja? Und so sieht auch der Beweis aus. Also wir machen so eine Art Induktionsanfang. Wir sagen, diese Ausdrücke, diese elementaren Anweisungen, Wertzuweisung, Addition, Subtraktion, die sind durch Turing-Maschinen realisierbar. Also, wenn Sie sagen, wollen Sie eine Turing-Maschine, die an der Eaton-Stelle auf Ihrem Band den Wert C einführt, da können Sie sogar den Zustandsdiagramm für hinschreiben. Eine Turing-Maschine, die den Eintrag an der J- und der Kartenstelle ausliest oder vielleicht zwei Bänder hat, auf deren XJ und XK eingelesen werden und dann aufs dritte Band die Summe von den beiden schreibt. Ist ein bisschen Arbeit, aber Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, dass das geht. Und das Gleiche für Subtraktion. Ja. Okay? Oder sind wir uns da einig? Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten, dass das geht? Ja, sehr gut. Dann machen wir jetzt noch While und Verkettung. Zweiter Teil. Danach sind wir induktiv fertig, per Induktion. Also angenommen, wir haben einen von diesen beiden Ausdrücken und wissen schon, dass P1 und oder P2 durch Turing-Maschinen darstellbar sind. Und dann können wir den Induktionsschluss machen. Angenommen, es sei eine Schleife, das ist der eigentlich schwierige Teil, also es ist von dieser Form, dann haben wir hier zwei operative Teile, nämlich XI und P1. Und das machen wir dann so, wir bauen eine Turing-Maschine, hier steht sie, die P1 berechnet, und wir nehmen ja an per Induktionsannahme, dass wir das können. Dass wir also schon eine Turing-Maschine haben, die P1 berechnet. Und dann bauen wir darum jetzt eine neue Turing-Maschine, die entweder ein weiteres Band hinzufügt, auf dem sie die Schleifenvariable draufschreibt, oder die ist eh schon Teil von der Berechnung von P1. Und dann bauen wir die Turing-Maschine so, dass sie immer dann, wenn M1 gelaufen ist, den Wert von XI ausliest und danach gegebenenfalls M1 noch einmal neu simuliert. Und das können wir machen, weil es universelle Turing-Maschinen gibt. Wenn Ihnen das ein bisschen zu vage aussieht, warten Sie auf die nächste Slide für die andere Richtung. Da wird es vielleicht ein bisschen klarer, wie man sowas sehr explizit schreibt. Und wenn man es mal einmal gesehen hat, dann kommt es einem recht offensichtlich vor. Und bei einer Verkettung ist es wieder relativ straightforward. Wir wissen schon, dass eine Turing-Maschine, die erst eine Turing-Maschine simuliert und danach eine andere Turing-Maschine simuliert, dass die existiert, das ist die universelle Turing-Maschine im Wesentlichen. Ja? Da geben wir das Programm von beiden Turing-Maschinen und sagen, ihr lest die nacheinander aus, simuliert erst die eine und wenn sie anhält, die eine, dann macht danach bitte die zweite. Jetzt brauchen wir es noch andersrum. Wie kommen wir von Turing zu While? Das ist der Teil, der ein bisschen mehr Spaß macht. Habe ich gestern Abend noch mal kurz versucht hinzuschreiben. Hoffentlich habe ich keinen Fehler in den Beweis reingemacht.
Wie zeigt man, einmal kurz im Kopf erinnern, dass while Turing vollständig ist, ja, wir müssen zeigen, dass es ein while-Programm gibt, das jede Turing-Maschine simuliert. Was heißt jede Turing-Maschine? Naja, gegeben eine Turing-Maschine soll ich das zugehörige while-Programm angeben. Eine Turing-Maschine ist ein Tupel, ein Siebentupel aus Zuständen, Eingabe- und Arbeitsalphabet, wobei das eine Teilmenge davon ist, Übergangsfunktionen, Startzustand und den beiden haltenden Zuständen QAccept und QReject. Und hier habe ich ein While-Programm hingeschrieben, das so ganz grob funktioniert, auf eine Slide passt, das tatsächlich den Lauf dieser Turing-Maschine simuliert. Und vielleicht, ich habe im Nachhinein gedacht, hätte ich dieses While-Programm eigentlich schon in Vorlesung 7 zeigen sollen, als ich zum ersten Mal über Turing-Maschinen geredet habe, weil es sehr präzise sagt, was da eigentlich passiert. Also, diese Turing-Maschine, die kriegt eine Eingabe W, das ist das Wort. W ist ein Wort, ja, also es kommt aus der klinischen Hülle. Und am Anfang setzen wir haben eine Variable, die heißt Q, Zustand. Die können Sie sich in Ihrem Computerprogramm vorstellen. Und diese Zustandsvariable, die setzen wir auf den Wert Q0. Und Sie denken sich natürlich hier im Kopf, also Q0 ist natürlich eigentlich eine Zahl, ne? Also es ist irgendeine Binärdarstellung von einem bestimmten eindeutigen Wert, der heißt Zustand Q0. Und ich darf aber hier ein Symbol hinschreiben, genau aus dem gleichen Grund, warum Sie in Ihrem Computerprogramm immer Symbole schreiben dürfen. Weil wir annehmen können, dass da dahinter irgendein schlauer Interpreter steht, der halt Sachen in nachher Binärcode übersetzt. Wir setzen also den Zustand auf Q0, wir setzen eine Variable L, die wird uns sagen, wo auf dem Band der Leseschreibkopf der Turing-Maschine gerade steht. Und den setzen wir am Anfang auf 1, also auf das linke Rand des Bandes. Und dann machen wir einen Vorverarbeitungsschritt, das ist eine Vorschleife. Sie wissen ja, dass Vorschleifen insbesondere auch While-Programme sind, also darf ich sie in einem While-Programm benutzen. Und diese Vorschleife läuft einmal das Wort W ab, also listet aus, wie lang die Eingabe ist. Eingaben für Turing-Maschinen sind ja immer endlich lang. Und dann macht sie eine endlich lange Schleife darüber und dabei schreibt sie die Eingabe auf das Band. Sie fährt also von links nach rechts drauf und legt die Eingabe auf das Band drauf und belegt damit Variablen. Dann fährt sie den Kopf zurück an den Anfang, rüber, und jetzt fangen wir an zu arbeiten. Und dazu ist der eigentliche operative Schritt ist die Übergangsfunktion. Die Übergangsfunktion ist ja die Funktion, die uns sagt, gegeben, dass du gerade im Zustand Q bist und gerade unter dem Lesekopf den Wert XL gelesen hast, was sollst du machen? Du sollst den Zustand verändern, etwas aufs Band schreiben und den Kopf nach links oder rechts verschieben. Das ist also ein Lookup in einer Tabelle. Eine Übergangsfunktion ist eine endlich große Tabelle, die indiziert ist durch Zustand und das, was unter dem Lesekopf steht. Und dann da drin stehen jeweils drei Sachen, nämlich neuer Zustand, was drauf zu schreiben ist auf das Band und ob man nach links oder nach rechts fahren soll. So eine Tabelle kann man durch ein richtig langes If-Then-Else schreiben, ja? Wie Sie sich vielleicht überlegen können. Ja? Also, wenn Zustand gleich I und auf dem Band steht J, dann mach Folgendes. Falls nicht, dann wenn, und da brauchen Sie halt so eine quadratisch große Anzahl an If-Then-Else-Statements. Ist ganz schön hässlich, aber es geht hier nicht darum, ob es schön aussieht oder nicht, sondern ob es geht. Und es geht natürlich, weil die Zustandsmenge endlich ist und das Alphabet endlich ist. Das heißt, die Tabelle ist endlich. Das heißt, wir können endlich viele solche Statements hinschreiben und haben damit wieder ein Computerprogramm. Daher übrigens auch diese ganze Endlichkeit einmal mehr. Ne? Das heißt, wir können uns vorstellen, dass da drin versteckt ein riesengroßes While-Programm ist, das aus ganz, ganz vielen If-Then-Else-Statements besteht. Nämlich wie viele? Anzahl Zustände mal Anzahl Elemente des Bandalphabets, Gamma. Einträge. Und das ist eine Funktion, die wir aufrufen können, also ein Programm, ja, ein Programm, das eine Funktion realisiert. Dem geben wir den aktuellen Zustand, das, was gerade auf dem Band steht, und es sagt uns, was der neue Zustand sein soll, was da Neues auf dem Band stehen soll und wohin der Kopf fahren soll. Und ich erlaube mir jetzt hier so eine reiche Syntax, wo ich direkt Zuweisungen mache in dieser Form. Ist vielleicht ein bisschen hässlich, aber wir machen es einfach. Und dann lesen wir noch aus, ob hier links oder rechts steht. Das D ist also plus oder minus 1. Und also wir machen dann entweder minus 1 oder plus 1, fahren den Kopf nach links oder rechts. Und dann checken wir noch, ob wir jetzt gerade in einen akzeptierenden oder verwerfenden Zustand übergegangen sind. Falls ja,
dann setzen wir die Terminalvariable auf 0, dann hört die While-Schleife auf und wir sind fertig. Und wenn das passiert ist, dann könnten wir jetzt noch sagen, irgendwie hast du eine Subroutine, die jetzt alles in x0 reinschreibt oder was auch immer. Ja? Also irgendwie, wenn dieses Ding anhält, dann können wir auslesen, was im Speicher gerade in x1 bis x-Ende steht. Das ist die Ausgabe auf dem Band. Und wir wissen, ob der Zustand accept oder reject ist. Das heißt, wir können akzeptieren oder verwerfen. Sind Sie alle mit mir einig, dass das den Lauf einer Turing-Maschine simuliert? Ist auch irgendwie schön, ne? Weil da haben Sie es ja einmal auf einer Slide. Das Programm können Sie selber schreiben in Ihrer Lieblingssprache. Also da ist Ihre Turing-Maschine. Damit haben wir gezeigt, dass das While-Berechnungsmodell und damit übrigens auch das Go-To-Berechnungsmodell Turing-vollständig und auch Turing-äquivalent ist. Das heißt, alles, was Sie mit einer Turing-Maschine machen können, können Sie als While-Programm schreiben oder als Go-To-Programm. Alles, was Sie als While- oder Go-To-Programm schreiben können, kann auch durch eine Turing-Maschine simuliert werden. Und das bedeutet, die Programmiersprachen, in denen Sie im Alltag arbeiten, die sind, also wir haben jetzt wirklich nur über While geredet, aber Sie können mir vielleicht glauben, dass die tatsächlich alle Turing-äquivalent sind. Sie sind nicht nur vollständig, sondern äquivalent, weil die ganzen anderen so Syntaktik-Sugars, die Sie so kennen, auch nicht mehr erlauben. Es ist vielleicht das einzig Interessante wäre eben Lambda-Kalkül, also funktionale Strukturen, über die müssen wir vielleicht dann nächste Woche reden. Und das bedeutet, also erstens vielleicht ganz praktisch, dass diese ganzen anderen Elemente Ihrer Programmiersprachen von Klassen und Conditional Statements und was Sie sonst noch Ihnen so alles einfallen kann, Case Statements und so, dass die alles nur Hilfen sind, um Ihnen das Programmieren einfacher zu machen und natürlich im Prinzip durch While-Programme realisierbar sind oder durch Go-To-Programme, aber nicht durch Vorschleifen, weil Vorschleifen ja immer terminieren, zumindest in der theoretischen Form. Und es heißt aber auch, dass Ihre Computerprogramme, sofern Sie While-Schleifen oder Go-To-Statements erlauben, mindestens genauso mächtig sind wie Turing-Maschinen, beziehungsweise genauso mächtig sind wie Turing-Maschinen und deswegen all die Probleme erben, die Turing-Maschinen haben. Sie können nicht für ein Computerprogramm in einer Programmiersprache, das While-Schleifen hat, ein anderes Computerprogramm schreiben in der gleichen Programmiersprache, das gegeben ein Computerprogramm in dieser Sprache entscheidet, ob selbiges Programm anhalten wird, ob es auf allen Angaben einhalten wird, ob es auf einer einzigen gegebenen Eingabe anhalten wird, ob es auf der leeren Eingabe anhalten wird. Und so weiter und so weiter. Die ganzen Unberechenbarkeitsbeispiele, die Sie entweder jetzt schon auf den Übungsblättern hatten oder hier im Hörsaal gesehen haben oder demnächst noch auf Übungsblättern vielleicht noch zu sehen bekommen oder in Klausuraufgaben. Und in Zukunft, wenn Sie Ihre eigene Programmiersprache erfinden möchten und sich fragen, was Sie brauchen, damit es eine mächtige Sprache ist, dann wissen Sie, dass Sie zum Beispiel eine While-Schleife bauen können sollten und dann sind Sie schon fertig. Oder ein Go-To-Statement und dann sind Sie schon fertig. Und Sie wissen umgekehrt, wenn jemand zu Ihnen kommt mit der Programmiersprache und sagt, die habe ich mir ausgedacht, ist die denn mächtig genug? Dann fragen Sie ihn, kannst du mir zeigen, wie du eine While-Schleife schreibst? Wenn ja, dann reicht's. Dann hast du nämlich Turing-Vollständigkeit. Aber nicht im Vorschleifen. Oder Go-To ist wieder okay, ja, weil Go-To ist auch vollständig, weil Go-To äquivalent zu While ist. Und damit alle einverstanden? Gut, dann herzlichen Dank. Geben Sie mir Feedback. Und wenn Sie sich dafür interessieren, ob es auch Funktionen gibt, die man nicht berechnen kann mit Vorschleifen, die aber nicht triviale Werte haben, sagen Sie es mir im Feedback.